So, hallo, herzlich willkommen zur Nachbesprechung des Formel 1 Rennens gestern, den großen Preis von Österreich. Und wie ich schon oft sagte, die Strecke, also beziehungsweise das Layout dieser Strecke, ziemlich langweilig. Aber irgendwie ist in Österreich immer extrem viel Action. Und so auch wieder gestern, denn in Runde 1 schon gab es dann in Kurve 4, also auf dem Weg wieder nach unten, eine Berührung zwischen George Russell und Checo Perez. Und die sorgte dafür, dass Perez im Kies landete, wodurch sein Rennen am Ende dann auch kaputt war. Und ja, nachdem es ja einen Sprint gab am Samstag, den Verstappen gewonnen hatte, Ergebnis kann ich euch hinterher gerne einblenden, dann können wir darüber speaken, sah es ja so aus, dass Verstappen und Leclerc als 1 und 2 ins Rennen ging. Verstappen halt eben vorne und Leclerc dahinter, und in Runde 10 bis 12 duellierten sich die beiden eben herzhaft, wunderbar anzusehen für die Zuschauer. Und in Runde 12 hatte Leclerc Verstappen dann endlich. Und klar gab es da auch Gegenwehr, aber man hat auch schon gesehen, dass Leclerc einfach der Schnellere war und dass da Verstappen eigentlich keine Schnitte hatte. Und dann springen wir in Runde 26, denn wer sich noch an Runde 1 erinnert, als Russell und Perez kollidiert sind, heißt es, dass er in Runde 26 an die Box fährt und den Motor abstellt, denn sein Auto war zu kaputt, und das machte dann am Ende keinen Sinn mehr, da weiterzufahren. Es ist sein dritter DNF diese Saison, dadurch verliert er jetzt Platz 2 in der Gesamtwertung. Übrigens noch eine kleine Anekdote, ich kann nicht genau sagen, in welcher Runde das war, man sieht es dann aber im Replay, ein Zweikampf zwischen Tsunoda und Alonso, der mal kurzzeitig im Gras landet, und als Alonso an Tsunoda vorbeifährt, macht er den hier, bei voller Fahrt, und schimpft mit ihm, nee, nicht mit mir, mein Freund, so funktioniert das nicht. Fand ich eigentlich ganz witzig. Aber gut, das kann auch nur ein Altmeister, der schon über 40 Jahre alt ist und da noch Lust drauf hat. Dann springen wir in Runde 40, und dort gibt es eine Berührung zwischen Gasly und Vettel. Und Vettel, der sowieso schon einen rabenschwarzen Tag hatte, landet im Kies. Und wenn er sein Rennen nicht schon kaputt wäre, dann wäre es spätestens jetzt der Fall. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. So wie ich es halt gelesen habe, ist es so, dass wohl Sainz dann Verstappen bearbeitet hat und auch das schnellere Auto hatte und dann wohl in Runde 56 an Verstappen vorbeigefahren wäre und alles nach Ferrari-Doppelsieg aussah, doch eine Runde später geht ihm dann der Motor hoch. Und er geht nicht nur der Motor hoch, sondern das Auto fängt auch an zu brennen. Das ist dann natürlich bitter. Also einerseits für ihn, weil er sich die letzten Rennen so gut gemacht hat, weil er in Kanada Zweiter war, in Monaco war er Zweiter, Silverstone hat er gewonnen, und nachdem er immer so viel Kritik einstecken musste, hat er sich die letzten Rennen wirklich gemacht, und dann, gut, da kann er jetzt nichts für, aber es ist trotzdem schade. Außerdem wäre es ein Ferrari-Doppelsieg geworden, und das wäre für Leclerc dann nochmal doppelt wichtig gewesen. Anstatt 6 Punkte aufzuholen, denn Verstappen hat die schnellste Rennrunde gefahren, wären es derer 9 Punkte gewesen, und das hätte nochmal ein bisschen, hätte jetzt nicht viel Unterschied gemacht, aber 3 Punkte haben oder nicht haben. Und ja, am Ende bleibt es aber dabei, dass Leclerc gewinnt. Und wir gehen jetzt einmal das Ergebnis durch.
Wir haben Leclerc auf 1, der nach 3 Monaten und ich glaube 6 Rennen endlich mal wieder gewinnt. Tut ihm dann sicherlich Jan Spezi auch mal wieder gut, weil er Verstappen hatte. Ich glaube 4 der letzten 6 Rennen gewonnen und nur dadurch kam dieser Riesenvorsprung zustande, weil Verstappen hat nicht nur die Rennen gewonnen, sondern Leclerc ist dann auch nicht immer nur Zweiter geworden, sondern auch mal Dritter, Vierter oder einmal sogar komplett ausgeschieden. Und deswegen sind wir jetzt eben bei einem Abstand von 38 Punkten. Leclerc auf jeden Fall auf 1, Verstappen auf 2. Lewis Hamilton beerbt dann den dritten Platz von Carlos Sainz. Auch da wieder ein gutes und solides Rennen von Mercedes, die auf Platz 3 und 4 einfahren. Gut, sie sind halt da, wo sie hinwollen. Im Prinzip halt als dritte Kraft, wenn man so will. Aber auch da wieder solides Rennen. Kann man dann Hamilton jetzt auch einfach gönnen. Das ist jetzt das zweite Mal in Serie, dass er mit auf dem Podest steht und Dritter wird. Also vollumfänglich zufriedenstellend. Dann Esteban Ocon auf der 5. Mick Schumacher hat, nachdem er in Silverstone seine ersten Punkte geholt hatte, auch in Österreich wieder Punkte nachgeliefert. Er wird Sechster, holt 8 Punkte fürs Team. Norris wird Siebter. Kevin Magnussen, ja, er hat Kevin Magnussen im Rennen endlich mal geschlagen. Der wird Achter, Ricciardo wird Neunter und Alonso wird Zehnter. Und nur damit wir das Chronistenpflichtig abgefrühstückt haben, Sebastian Vettel 17. und damit letztes Fahrzeug quasi in der Wertung. Sainz, Latifi und Perez, DNF did not finished. Und ja, wie ich ja schon oft immer sagte, ne, die Strecke ist unspektakulär, aber am Ende ist das Rennen, macht mir das Rennen in Österreich immer Spaß, ist eins meiner liebsten Rennen mit. Und so war es ja auch diesmal wieder spektakulär. Jetzt als nächstes, also wir sind jetzt erstmal bei Halbzeit Kalenders. Wie wir wissen, gibt es nicht 23 Rennen, sondern es bleibt bei 22, aber das reicht auch. Und als nächstes kommt eine Strecke, die ich wirklich nicht mag, weil da gibt es auch kein Kies oder sonst was. Ich hätte eine Vermutung, wer da gewinnt, aber wie gesagt, ich mag das einfach nicht. Da kannst du dich drehen und wenn du da nicht aber in der Mauer einschlägst, dann kannst du dich aber auch jederzeit wieder befreien. Deswegen, ich mag es einfach nicht. Dann nimm eine andere Variante, nimm eine andere Strecke in diesem Land. Es geht um Frankreich. In 2 Wochen dann, deswegen, ja. Ich bin da kein Fan von, aber wenn Sie die Formel 1 haben wollen, dann sollen Sie das bitte haben. Ich bin gespannt, was dann in Frankreich und in Le Castellet bei rumkommt. Schauen wir jetzt zum Abschluss noch auf die Gesamtwertung. Max Verstappen führt mit 208 Punkten, dahinter Charles Leclerc mit 170. Das hat sich jetzt also wieder gedreht. Und vor allem ist es ein bisschen weniger geworden. Also Leclerc hat jetzt 10 Punkte in den letzten beiden Rennwochenenden aufgeholt. Dann Perez auf 3, Sainz auf 4. Aber Russell kommt tatsächlich immer näher. Er ist schon Fünfter, Hamilton ist Sechster, Norris Siebter, Ocon Achter, Bottas 9, Alonso 10. Jetzt können wir mal gucken, Mick Schumacher hat jetzt 12 Punkte schon gesammelt, ist 15. Damit besser als Tsunoda, Joe, Albon, Stroll und Latifi. Latifi der Einzige, der noch gar keine Punkte geholt hat. Gut, Hülkenberg zähle ich da jetzt mal nicht mit rein. Und Sebastian Vettel, das ist der, der direkt vor ihm steht, der hat 15 Punkte bisher gesammelt. Und mal gucken. Vielleicht überholt Mick ihn ja noch. Ja, das dazu. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wie gesagt, zum nächsten Formel 1-Rennen dann wieder. Ansonsten zu einer der nächsten Videos. Die Frauen-EM läuft ja noch. Hertha gibt es ja auch noch ein bisschen was. Da gibt es auch Testspiele, Trainingslager und, und. Allerdings, ich sage es jetzt schon mal vorweg, es gibt einige Videos, die sind ohne Gewehr, weil ich
krankheitsbedingt wahrscheinlich jetzt ein paar Tage ausfallen kann. Und falls ich dann nicht so gut reden kann oder Schmerzen habe, dann müsste ich das schweren Herzens dann ausfallen lassen. Und wie ihr wisst, ich ziehe immer noch um. Also es kann auch sein, dass hier mal ein paar Tage jetzt wieder Funkstille ist. Ich werde mich aber bemühen, dass wir das so gut wie es geht irgendwie hinkriegen. Sonst wären die Videos vielleicht einfach mal auch in einem anderen Stil. Wer weiß das schon. An dieser Stelle sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, Hahoe und Tschüsselü. Red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight, oh yeah, we'll make it tonight, yeah.